für Mini-E-Bikes wird immer größer. Auch die Covid-19-Pandemie treibt die Nachfrage nach kleinen, unkomplizierten Kurzstreckenfahrzeugen mit Elektrounterstützung an. Das 19,5 Kilogramm schwere Moveway Windgo B20 ist so ein minimalistisches und von den Features her sehr interessantes E-Bike. So gibt es einen 350 Watt Hinterradnabenmotor, der gemäß Werksangabe bis 20 km/h unterstützt. Die Power wird über den rechten Lenkerdrehgriff dosiert. Wenn die gewünschte Geschwindigkeit erreicht wird, kann auf Knopfdruck eine Art Tempomat aktiviert werden. Dieser hält dann die Geschwindigkeit, selbst bei leichten Steigungen. An stärkeren Anstiegen funktioniert das allerdings nicht mehr. Über ein Display an der rechten Lenkerseite ist der Akkuladezustand ablesbar. Der 216 Wattstunden Akku ist fix verbaut und nur am Fahrrad direkt zu laden. Das Ladegerät ist aktentaschenfreundlich klein. Nach einer vierstündigen Vollladung kommt man je nach Topografie und Fahrstil ca. 12 bis 14 Kilometer weit. In der Ebene fährt sich das B20 ziemlich flott und die 20 km/h sind problemlos erreichbar. Jedoch wird das Mittreten wegen der kurzen Einganggangübersetzung dann irgendwann nicht mehr möglich und man beschleunigt dann bis zum Topspeed nur über den Drehgriff am Lenker. Angesichts des schmalen Lenkers und der kleinen 14 Zoll Räder ist jedoch vorsichtiges Fahren bei höheren Geschwindigkeiten sehr anzuraten. Montiert sind vorne und hinten Scheibenbremsen. Bei unserer kurzen Testrunde mit einem 80 Kilo Fahrer gab es keine Beanstandungen. Ob die Bauteilequalität auch langfristig und unter schwierigen Bedingungen passt, konnte auf der kurzen Testfahrt nicht ermittelt werden. Was man jedoch schon nach wenigen Metern sagen kann, die Sattelstütze lässt sich nur minimal ausfahren und somit sitzen Erwachsene mit stark abgewinkelten Beinen auf dem B20. Für kurze Strecken egal, wer aber mehrere Kilometer absolvieren will, den wird's vielleicht stören. Abhilfe kann hier das Nachrüsten einer anderen Sattelstütze schaffen, im Netz findet man dazu User-Hinweise. Was selbst viele hochpreisige E-Bikes nicht haben, hat das Windgo B20, ein serienmäßiges Bremslicht. Die LED-Lichtanlage selbst wird am Lenker links per Knopfdruck aktiviert. Die Mitnahme von Gepäck beschränkt sich wohl auf Umhängetaschen. Es gibt weder Gepäckträger noch Optionen für das Anbringen von Taschen. Der Faltvorgang ist einfach und schnell erlernt. Das gefaltete Windgo B20 ist dann unschlagbar klein und problemlos in Öffis, Büros, Wohnungen oder Kofferräumen unterzubringen. Die Faltmasse sind 74 x 53 x 36,5 cm. Im entfalteten Zustand 125 x 95 x 22,5 cm. Fazit: Das Windgo B20 ist ein E-Bike für kurze Strecken und die berühmte letzte Meile. Zusammengefaltet lässt es sich locker überall mitnehmen und auch mit Features wie Tempomat oder Bremslicht kann es glänzen. Die Sitzposition ist Geschmackssache, kann aber durch Nachrüstung einer anderen Sattelstütze verbessert werden. Wer bereits Erfahrungen mit dem Windgo und dessen Alltagsqualitäten gesammelt hat, möge diese bitte gerne in den Kommentaren posten. Das Moveway Windgo B20 ist im Fachhandel um rund 600 Euro erhältlich.